Hallo und herzlich willkommen zu den Games-Welt-Nachrichten. Ich bin der Pimin und pünktlich zum Wochenende habe ich wieder die interessantesten News rausgesucht. Unter anderem zu Cyberpunk 2077, da ist jetzt das Datum für den Preload und den Spielstart bekannt geworden. Dann verlassen leider noch zwei hochrangige Mitarbeiter BioWare. Die verschobenen Filme von Warner Brothers kommen direkt zum Start auf ein Streaming-Portal und WoW Classic bekommt ein neues Update. Wenn euch das Video gefällt und ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal und drückt auf die Glocke. Jetzt viel Spaß mit den News. Ein Leak hatte letzte Woche zumindest schon das Preload-Datum für die PS4 gezeigt. Jetzt sind aber alle Preload- und Spielstartdaten von CD Projekt auf Twitter gepostet worden. Auf der Xbox könnt ihr das Spiel bereits jetzt schon runterladen, PlayStation-Besitzer müssen noch bis zum Dienstag warten. Auf GOG könnt ihr ab Montag 12 Uhr mittags den Download starten, auf Steam und Epic erst am Montag um 17 Uhr. Das Spiel wird dann auf dem PC 65 GB Speicherplatz benötigen, der eigentliche Spielstart ist dann aber für alle Plattformen gleich, ab einem morgens am 10. Dezember könnt ihr euch dann in die futuristische Welt von Cyberpunk 2077 stürzen. Wie groß ein etwaiger Day One Patch ist und ob dieser vielleicht schon im ersten Download beinhaltet ist, ist leider noch nicht bekannt. Allerdings zeigt ein Leak auf Reddit jetzt schon ein 43 GB großes Update für die Xbox Series X. Unter anderem wird damit ein Performance-Modus und zusätzlich HDR-Einstellungen freigeschalten. Insgesamt soll das Spiel dank dem Update flüssiger auf der Microsoft-Konsole laufen, offiziell bestätigt sind diese Angaben aber noch nicht. Am N7 Day am 7. November hat BioWare noch verlauten lassen, dass man mit alten Team-Veteranen an einem neuen Mass Effect-Teil arbeitet. Blöd allerdings, wenn jetzt prompt zwei Urgesteine das Entwicklerstudio verlassen. Dabei handelt es sich um General Manager Casey Hudson und dem ausführenden Produzenten Mark Darragh. Beide waren über die Jahre maßgeblich an den Serien Mass Effect und Dragon Age beteiligt. Hudson hatte Mass Effect sogar von Grund auf mit aufgebaut, da dieser schon im Jahre 2000 bei BioWare anfing zu arbeiten und damals die Leitung bei der Originaltrilogie übernahm. Darragh war in seinen über 20 Jahren bei BioWare vor allem einer der führenden kreativen Köpfe hinter Dragon Age. EA hat direkt verlauten lassen, dass die Arbeit an den laufenden Projekten natürlich fortgesetzt wird, man schon auf der Suche nach geeignetem Ersatz ist und die Spiele nicht unter dem Personalwechsel leiden werden. Ob dem dann allerdings auch wirklich so ist, wird die Zukunft zeigen. Dass Corona einige Produktionen wild durcheinander gewürfelt hat, das ist ja inzwischen allzeit bekannt. Hier hat es auch ein paar der neuen Filme von Warner Brothers Entertainment getroffen, unter anderem sind hier der Reboot zu Mortal Kombat und die Neuverfilmung von Dune zu nennen. Aber auch Filme wie Matrix 4, Those Who Wish Me Dead mit Angelina Jolie oder Godzilla vs. Kong sind zu nennen. Nun hat das Unternehmen angekündigt, dass alle Filme, die 2021 erscheinen, dann nicht nur im Kino laufen werden, sondern zu Beginn auch direkt auf einem Streaming-Portal. Hierbei hat man sich auf den hauseigenen Streamingdienst HBO Max festgelegt, das sollte allerdings niemanden wirklich wundern. Dieser ist seit dem 27. Mai in den Vereinigten Staaten gestartet, wann er allerdings nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt, denn zuerst möchte WarnerMedia erst Lateinamerika und erst dann den europäischen Markt erschließen. World of Warcraft Classic hat mit dem Patch 1.11.0 neue Inhalte bekommen. Ab heute können wieder Allianz und Horde die Nekropole Naxxramas betreten. Blizzard hat jetzt die 40-Spieler-Instanz für World of Warcraft Classic freigeschaltet. Außerdem hat das Update Schatten der Nekropole, neue Rüstungssets und den Lichtboss im Gepäck. Jetzt könnt ihr also zum ersten Mal seit 2006 die Instanz in ihrer alten Pracht genießen. Aber um die schwebende Nekropole betreten zu können, benötigt ihr eine besondere Einstimmung. Die erhaltet ihr, indem ihr die Stufe Wohlwollend erreicht und die Folgequest meistert. Naxxramas gilt hierbei als die schwerste Instanz des Grundspiels, alle 40 Teilnehmer sollten daher mindestens das Tier 2 Set tragen. Der Aufwand lohnt sich allerdings, unter anderem lockt der mächtigste Stab des Spiels sowie das komplette Tier 3 Set. Das war's mit den Games-Welt-Nachrichten der Woche. Wenn ihr noch nichts zu tun habt, dann schaut doch gerne die neue Folge Insert Coin an, die heute rausgekommen ist. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.